Hallo AFOPS, willkommen im Lobbystein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Micha. Und ich bin der Stefan. Ich grüße euch, hallo. So, die neuesten Meldungen um 16 Uhr oder was? Punkt 16 Uhr geht's hier los mit der Aufnahme. Ist es auch Punkt 16 Uhr? Wir schalten das direkt live auf YouTube hoch, würde ich mal sagen, damit ihr das direkt um 4 heute schauen könnt. Perfekt. Das ist aber der Druck, den du jetzt ausübst, gell? Das weißt du, oder? Wieso? Weil die Jungs, die das hier machen müssen. Also erstmal, wir haben hier einen neuen Hersteller am Start. Ich glaube, wir hatten davon nichts in dem Video gezeigt, denke ich. Und ich glaube, der wie heißt du nochmal? Der Stefan. Ich habe lange nicht mehr mit dir gedreht. Ich habe mein Schildchen nicht mehr an. Der ist schon eine Weile her, das stimmt. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Endlich arbeitest du mal wieder was. So. Ja, Spaß. Jetzt kann der Spaß losgehen. Wir haben die Firma Heng Thai am Start. Hübsche Verpackung haben sie schon mal. Und die bauen hier solche, die haben hier solche Sets mit Urlaufwerken. Gebaut habe ich hier mal diese Mühle. Weil die habe ich mir rausgesucht. Ich finde die von der Optik her, ist das ein tolles Set. Bestimmt, weil die rosa Blüten hat und das ist so genau dein Ding. Ne? Na gut, aber die alles, was irgendwo aus Asien hat, die hauen da, was ist das für eine Anspielung schon wieder? Die hauen da immer rosa Blüten drauf. Ne? Ja, ich dachte hier, nachdem du das pinke Schloss gebaut hast, das Zimmer eh schon pink leuchten muss, ja, bei dir, dann fällt so ein Bäumchen dann nicht mehr auf. Du warst doch neidisch. Ja, neidisch. Irgendwie. Also, ich immer noch. Die Box ist relativ groß, aber es ist trotzdem auch schwer. Es sind keine Ahnung, wie die das geschafft haben, aber das sind knapp 2000 Teile, meine ich, oder? 1944. Ja. Mit Plus kann auch mehr sein. Einmal hier. Aber die sieht gut aus, die Verpackung. Also ist schön gemacht, auch mit dem Holographischen. Wo ich gerade die Packung in der Hand habe. Auf der Verpackung steht hier unten was von diesem Motor. Mit diesem Motor. Aha. Der ist aber nicht dabei. Das sollte in der Produktbeschreibung auch so drinstehen, nicht dabei. Das zeige ich euch gleich. Ihr baut da hier so einen Dummy. Ja, kennt man ja von den Technikmodellen schon, ja klar. Was du Dummy kennst, weiß ich. So. Ein Dummy kenne ich. Machen wir weiter? Du hast es noch gar nicht angeguckt, gell? So, nicht wirklich. Gerade beim Hinsetzen habe ich gesehen, da steht was. Was haben wir da? Die haben hier, die Anleitung ist hier mehr so ein Faltblatt. Großes Faltblatt, also hochkant fängt an, quer geht's weiter. Okay, wechselt es nochmal drin, mittendrin? Du baust in dem Set erstmal ein richtig gutes Fundament. Du darfst auch mal kurz gucken. Also das sieht eher nach einem Raumschiff aus bisher, ne? Alles schön in Grau gehalten, es wird immer größer. Könnte ein UFO werden. Schön rot umrandet, also das ist auch sehr gut gemacht, rot umrandet, was du reinbaust. Aber nicht schlecht, das muss ja richtig massiv sein, ne? Ich könnte jetzt sagen, das, was du schon gebaut hast, ist farblich auch noch zu erkennen, aber es ist blöd, wenn es nur grau ist. Ist alles grau in grau. Aber wie gesagt, du baust ihn richtig wie ein Raumschiff, ja. Das ist wirklich ja, ein cooles Fundament. Haust dann ordentlich blaue Blätter drauf und dann baust du den Rest hier drauf. Dann geht's dann los. Ja, aber von dem Grauen ist am Ende nichts mehr zu sehen. Hier siehst du ja nicht mal einen grauen. Nein, weil das ist wirklich, das ist stabil. Das ist ja stabil. Monster. Guck, du schaust hier blaue Blätter komplett. Dann packst du, je nachdem welcher Bereich, grüne Ten oder Wiese mit hier Wasserblätter. Wie heißen sie? Trans Clear Blue. So ähnlich, ja. Da drauf, also von daher. Die ersten 1000 Teile sind wahrscheinlich nur Fundament. Ne? Der Sockel. Ja, du baust da so eine Frisbee. Also ja. Das ist schon ein ordentliches Wiegt Ding. Auch ein bisschen was. Ne? Du hast nachher, logischerweise hast du noch ein bisschen was an Blüten. Musst du auch rechnen, ne? Ja, stimmt. Das geht, schraubt die Teilanzahl schnell hoch. Aber auch da haben wir schon ein Schlimmeres gebaut. Ich erinnere an diese Sembo. Ja, die hat eine ganze Kirschblütenserie, ne? Oh, 4, 5 Sets. Schön, weißt du? Aufgebaut sehen die wunderschön aus, aber aufbauen, also die Blüten setzen, bepflanzen will man das nicht unbedingt jede Woche neu. Es gibt auch dieses kleine, da kannst du dann den Baum wechseln, nach Sommer oder Herbst machst du es grün oder braun, kannst komplett oben die Beflockung wechseln, hast auch was zu tun. Also da musst du schon kein gesund sein, wenn du jetzt immer zu Herbst und Frühling die Blüte wechseln willst. Respekt. So, jetzt zu dem Set. Also optisch für mich ein Brille. Ich finde es auch so. Du hast hier eine Uhr, das zeige ich gerade hier, weil das... Die läuft auch richtig, sehen wir, ne? Sag mir die Läufe, die geht. Geht schon. Die läuft. Läuft eine Uhr oder geht eine Uhr? Beides. Ja, wir können heute nicht schneiden, die Uhrzeit läuft gegen uns. Also, die kriegen wir nicht nochmal eingestellt. Die Uhr im Schnitt. Du baust das Set erstmal ziemlich komplett fertig und am Schluss machst du den Deckel hier wieder ab und baust einfach dieses Uhrenkästchen da, alles klar, ja, da rein. Ne? Hier unten sieht man es ja genau. Zeiger drauf.
fertig ist. Guck mal, dass wir gleich ein bisschen was auseinandernehmen können, dann können wir da vielleicht auch noch was zeigen. Ja. Erst mal rumdrehen, dass man hier das von aller Seite sieht. Oh, da ist ein Häschen, habe ich hier auf meiner Seite gerade entdeckt. Bei deiner ist auch eins. Meinst du mich? Ja klar, du Häschen, du. Da sind sogar 3 Stück. Ich hätte es mir vielleicht vorher mal anschauen dürfen. Aber sieht gut aus. So. Sieht sehr schick aus. Hier hinten, das kann die Kamera bestimmt einfangen, sind die Dummies drin. Du hast hier vorne deine Anleitung. Baust du erst, also hier ist auch gekennzeichnet von wegen Motor und so weiter, aber du baust hier erstmal die Dummies, die du dann einsetzt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dass sich die Mühle dreht und so weiter, dann müsst ihr euch noch so einen Motor zulegen und so eine Akkubox, aber das dürfte jetzt auch das Problem sein, sowas könnte man bei uns auch erwerben. Ja, haben wir separat mit im Angebot. Wenn man das möchte. Kann man natürlich auch so nutzen zum Hinstellen, die Uhr läuft ja auch so, ohne dass sich die Rotorblätter bewegen. Genau, es gibt nur ein Problem, Stefan. Sag an. Wenn das Dach können wir so aufklappen. Das ist schon mal praktisch. Sieht man schon so ein bisschen was. Ja. Dieser Dummy hier hinten, der sitzt relativ locker. Und der ist nicht befestigt an diesem 2x10 oder sowas war das hier, an dem Brick hier. Wenn da ein Motor drin ist, den kannst du ja, oder hier der Akkukasse da, den kannst du ja an die Noppen drücken. Ja, weißt klar, du? Genau. Das Ding hier nicht. Alles klar. Deswegen sitzt das ein bisschen locker da drin. Das ist nicht ganz so gut gemacht, dass dieser Dummy nicht wirklich einen Halt hat. Ja, das wird ein normaler M-Motor sein, der hat ja unten die normale Pin-Aufnahme, wie ein Stein auch. Den steckt er dann mit dran und dann ist der feste. Dass der hier nicht so rumwackelt, meinst du? Ja, genau. Weil wenn der hier auf dem Stein mit drauf ist, dann ist er ja fest. Das ist der Anleitung ja richtig gezeigt. Du baust hier diesen Brick dran und dann kannst du ja praktisch den Kasten an den Brick dran setzen. Genau. Oder den Motor. Der sitzt so vertikal dann da drin von unten. Und das funktioniert das auch. Ja. So sitzt der ein bisschen locker. Ein bisschen ist gut, wackelt schon gut, ne? Der ist ja gar nicht befestigt. Na gut, deswegen steht hier eigentlich im Regal. Und sieht gut aus. Also soll sich auch nicht drehen, ist ja nur ein Dummy. So. Also müsste man... Ich kann es mal ein bisschen kippen, dann kann man vielleicht noch von oben sehen, wie es aussieht. Das ist jetzt aber mutig, das hätte ich mich nicht getraut mit dem Baum. Ne, das ist wirklich, das ist tadellos. Jetzt kann ich es mir nur von unten anschauen, das ist wirklich massiv grau. Ja, und da wackelt nichts, da geht nichts ab. Also das Einzige, was ist, dass das hier halt ein bisschen locker drauf ist. Sonst ist das... Aber das brauchst du ja auch nicht, solange du es halt ohne Motor hinstellst. Sehr, sehr gute Bauweise und auch die Klemmkraft ist wirklich sehr gut, weil es... Das stimmt, ja. Ich habe das Ding jetzt hierher gefahren und da habe nichts mehr dran machen müssen. Es hat alles noch so, wie es war. Also, das war schon mal gut. Also, es freut mich, weil wir den Hersteller kannte ich jetzt noch gar nicht. Deswegen war die Steinequalität ja auch sehr... Hier unten sitzt der Batterie... Batteriebox? Der Kasten da. Der musste hier unten reinbauen. Ist das auch Platz hier mit bei? Schon, also da ist extra was freigelassen. Ich mach mal ein bisschen kaputt, was hältst du davon? Ja, nimm es auseinander, klar. Also hier vorne, das ist nur, das sind 4 von den... Jetzt bin ich mal gierig. So. Da, das Uhrwerk. Das sitzt nur hier auf 2 von diesen Kreuzpin-Apparaten da, weißt du? Wird dann hier reingedrückt in diese Löcher und dann ist kannst du so... Also wir fangen heute mal ganz von vorne an, ha? Aber das Uhrwerk an sich, das wird dann ganz am Ende gesagt, einfach nur reingesteckt. Ja, du baust dann diese Stückchen wieder, Mauer wieder raus, zimmerst die Uhr hier hinten dran, die Zeige und so, das alles schön extra verpackt, packst du da drauf und setzt das wieder rein. Und dann siehst du jetzt auch den Dummy für den Kasten. Das Graue hinten, wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Also der komplette Block hier hinten. Ja. Das Graue wird dann die Batteriebox sein oder wird durch die Batteriebox ersetzt werden. Kabel ist da kein Problem. Also um es kurz zu fassen, es sieht mal richtig geil aus. Es ist sehr gut zu klemmen. Das passt alles super. Mit Dummy gebaut, den ihr hier baut, weil kein Motor dabei ist, ist der hier oben ein bisschen locker. Wenn ihr das nachrüstet, läuft noch das Windrad hier, die Windmühle noch dazu. Die 3 Hasen sind glücklich. Ich hoffe, du auch. Könnte man den Dummy nicht einfach weglassen? Wenn der hinten eben nur klappert, der ist ja nicht wirklich... Naja gut, du musst irgendwie in diesem Dummy sitzen, bearbeitest du diese Achse, wo die Mühle hier vorne dran hängt. Die muss ja nur gekontert werden, eigentlich befestigt werden ein bisschen, ne? Weil du hast da jetzt... Ja, dann lass doch mal den Experte jetzt raus, ich habe keine Ahnung. Na, jetzt auf Anhieb würde ich das nicht umbauen, dann Getriebe einwechseln, ich kann mir nicht vorstellen... Nein, sollst du nicht bauen, aber du meinst... Wenn man den Dummy einfach weglässt, das was so wackelt, das kann ja nicht so viel Aufstand sein, den braucht er nicht wirklich. Und wenn die Stange vorne einfach nur gekontert ist durch die Haltung, was jetzt eh ist, dann lass das doch einfach weg.
Also ich sehe jetzt nicht das Problem, warum man den unteren, den grauen Teil nicht einfach weglassen sollte oder könnte. Okay. Siehst du, da gab es auch einen Grund, warum ich die Schiene neben mich gesetzt habe heute. Nicht nur fürs gute Aussehen, ha? Von dir natürlich. Um damit man das besser betont. So, dann machen wir hier den Deckel wieder drauf, damit die Uhr weiterläuft. Ja gut, die läuft doch so weiter. Also da ist ja nur so ein Batteriechen drin. Mhm. Jetzt habe ich hier mit meinen dicken Fingern wieder die Leuchte abgerissen. Man tut was. Ich weiß zwar nicht mehr, wie das dran war, aber so war es, glaube ich, dran. So, bevor wir es vergessen. Kleiner Stickerbogen ist dabei. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr mehr auf Uhr steht, mit kleinen Strichelchen zur deutlichen Erkennung der Uhrzeit, kann man das anbringen. Deswegen habe ich es extra mit dazu gesagt am Anfang, wie viel Uhr wir haben. Ja, ich nix, weil ich das so draufgeklebt hätte, das hätte fürchterlich ausgesehen. Und dann auch noch was Rundes, nee, das lassen wir lieber. So, ich fasse mal zusammen. Das ist die Windmühle inklusive einer Uhr von Hengtai. Die 104202, die Herstellernummer ist die 92035, 1944 Teile. Zurzeit bei uns im Shop erhältlich für 69,95. 27 cm breit, tief, also das hier ohne Baum. Und mit Baum hier oben 36. Ah ja, weißt das ist ja größer, ja klar, logisch. Und 26 in der Höhe. Mhm. Mhm. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Es gibt noch eine zweite. Es gibt noch eine zweite. Die hat 1700 Teile. Ist mal eine ganz andere Optik. Was hat man da? Eher bisschen, wie ein Schloss. Ein bisschen, keine Ahnung, wie nennt man denn sowas hier? Weißt du, ein bisschen Schloss, ein bisschen Mechanik und keine Ahnung was. Da dreht sich vielleicht das ganze Ding. Ach, da ist noch ein Riesenrad mit drin, das sicher jetzt erst. Ja, abgefahren. Wortwörtlich abgefahren. Abgefahren. Nicht schlecht. Auch hier ist das wieder vorne abgebildet, Power-Modul, aber ist nicht mit drin. Ja, in der Produktbeschreibung steht das auch so hoffentlich drin. So, noch schnell drei kleine. Die Firma hat das Ganze auch noch einen kleinen am Start. Oh, der ist mit einem Kakteen. Bonsai, auch sehr geile Idee. Und Röschen, Bonsai und Kaktus. Kaktusse. Kaktusse, ja. Kaktusi. Gut, würde ich sagen, in diesem Sinne machen wir uns weiter ans Bauen. Ja, bevor die Zeit abläuft. Richtig, ja, die Leute arbeiten gegen uns. Dann würde ich mal sagen, Noppenstellen kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr und bis dahin viel Spaß beim Bauen. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Also die Kleinen haben immer so um die 230 Teile. Ah, die sehen auch richtig stark aus. Wieso hast du nicht noch einen von denen aufgebaut? Sind noch richtig stark. Der Bonsai. Naja gut, aber ich habe doch mir das Größte rausgesucht, ist doch klar. Natürlich, das Pinkste. Eigentlich hättest du das Riesenradschloss nehmen sollen. Ha? Ich finde die cool.